Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Ja, komm, ich streichel dich. Damit du wach bist und du kriegst noch ein Leckerli, komm her. Nom, 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 nom. Kleiner Tisch. Kann hier nicht platziert werden. Wofür ist er denn? Draußen? Ah, dafür. Errichte. Yeah. Toll. Yeah. Kommt halt da hin. So, Fotokamera. Ein Spatz. Kann ich noch zoomen? Oh ja, kann ich. So, warte, wir löschen das. So, das speichern wir. So, ich schmeiß euch. Hier laufen wir manchmal noch ein paar mehr Tiere rum. Aber jetzt gerade nicht. Ups. Kann ich die auch fotografieren? Das Huhn? Milky, Milky. So, in die Mine wollte ich mal rein. Dafür muss ich mir aber diesmal was zu essen mitnehmen, glaube ich. Wildbeere. Oder packe ich das erstmal in den Kühlschrank? Salbei nehme ich auch mal mit. Pfefferkorn. Ich glaube, ich packe das mal in den Kühlschrank. Wollen die Eier, also das Ei kann ich Mayonnaise draus machen. Mayonnaise! Und Milch. Die verkaufen. Nochmal schnell an den Kühlschrank ran.
Ja. Bevor ich es wieder vergesse. Schon ernten, ne? Aber ist also egal. Gießen kann ich sie ja trotzdem, die bleiben ja stehen. Gerade gar nicht gesehen, es gibt Gurkenste dran. Wie kann ich die ernten, ey? Ich will den nicht kaputt machen, aber wahrscheinlich ist es so, ne? Auch gerne in die Kommentare. So, schnell was zu essen mitnehmen. Oder ich... Ne, den Hammer habe ich schon verbessert. Weil die Hacke brauche ich auch, ne? Dann muss ich nochmal schnell gleich ins Dingens. So. Muschelsuppe. Ja, noch was kochen. Gemüsekräutersuppe. Nötig. Okay. Spiegelei, ganz klar, hergestellt schon. Tomatensaft, Gemüsesaft, Tee. Ja, Kartoffeln und Gurken. Da müsste ich vielleicht auch mal ein paar Gurken aufbewahren, ganz klar. Einmal noch mal schnell nach Olivingen. Oh, hoffentlich hat der jetzt nicht zu. Bei meinem Glück. Oh! Was ist denn hier los? Kaktus, schön dich zu sehen. Bonjour. Bonjour. Wie schön, so ein dynamischer junger Mann kennenzulernen. Carina kennst du sicher, oder? Sie war in der Stadt eine berühmte Stylistin. War wohlgemerkt, das ist lange vorbei. Ich würde mich lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Ja, ja, natürlich, unser Dorf ist ein hübsches Plätzchen geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Der neue Salon wird perfekt dazu passen. Hier entlang, falls du es mal sehen möchtest. Geil. Klamotten shoppen. Das sind wir, mein Schönheitssalon. Magnifique. Magnifique, non? Ach, keine Ahnung, ich kann rein Französisch. Aber jetzt arbeite ich hier. Ich biete verschiedene Dienste an. Such dir deinen Stil aus Kleidung, Frisuren, ich helfe gern. Die Leute in Olivingen waren nie besonders modisch. Wenn sie neue Kleider kaufen wollten, mussten sie extra bis in die Stadt. Bis jetzt.
Die jüngeren, trendbewussten Leute kommen jetzt sicher noch viel lieber. Ach, was für ein wunderbarer Tag. Ist das normal, dass dir gleich die Tränen kommen? Ist dir das normal, dass dir gleich die Tränen kommen? Jedenfalls freue ich mich sehr über den neuen Schönheitssalon. Schon bald werden wir alle ein bisschen schicker daherkommen. Oh ja, ihr werdet all meine kleinen hübschen Blümchen und Blümchen zieren den Ort, in dem sie wachsen, oder nicht? Du hörst dich ja wie ein Bösewicht aus einem Zeichentrickfilm an. Du wirst uns doch nicht in Blumen verzaubern, oder? Natürlich nicht. Das war metaphorisch gemeint. Oha. Oho, sie haben endlich einen Salon gebaut. Sei ob deiner Kundschaft unbesorgt, meine Liebe. Einen Stammgast hast du bereits gewiss. Na, wenn das nicht Götz, der Gourmet-Kolumnist ist. Als Feinschmecker bist du weltberühmt, aber ich wusste nicht, dass du modebewusst bist. Absolut. Die findet Götz ergötzlich. Haha, den Spruch wollte ich schon immer mal persönlich hören. Und ich soll komisch sein, weil ich eben ganz gerührt war. Ja. Da machen wir auch gleich mal Luki Luki. Erstmal müssen wir hier rein. Nee, der ist heute nicht da. Doch ist er. Hey. Kaufen. Was denn? Ach, Holz. Ich brauche noch Holz. Oh, ein Baby. Das Normale, ne? Ich nehme beides mit. Leine. So, dann nehmen wir mal Hühnchen mit, damit er ausgeführt wird. Ref. Hey. Hey. Mal hier bin, gehe ich nochmal zu Zimmerei. Hallo! Hallo! Hofeinrichtung kaufen. Ein Brunnen, nein, ein Hühnerstall, nein, eine Scheune. Haben wir alles. Weiterentwickeln. Großer Hühnerstall. Okay. Haus erweitern. Möbel kaufen. Papierlaterne. Alter, ist die teuer. Ja, ich komme jederzeit wieder. Jederzeit. Achso, ich sollte auch noch bestätigen. Dann geht der Vogel auch raus. So, dann gucken wir doch mal hier. Was gibt's denn für schöne Kleidung? Schönheitssalon holt das Beste aus dir raus. Mit dem nötigen Material und Geld kannst du Kleider bestellen, die über Nacht für dich gefertigt werden. Wenn du deinen Stil ändern willst, kannst du es hier auch neue Frisuren machen lassen. Donnerstag geschlossen. Aha. Hallo. Hallo. Bonjour, was möchtest du heute für einen Stil? Mal gucken. Frisur ändern. Aber das ist wahrscheinlich nichts anderes als das, was vorher da war, ne? Ja. Das hier sieht halt Monchichi-mäßig aus. Sehr kurz. Eins.
Okay, wir bleiben da, wo wir sind. Kleidung anfertigen. Dafür brauche ich wahrscheinlich erstmal so Kopfbedeckung, nichts. Eine Bauernmütze, ein Strohhut, eine Schirmmütze. Cowboyhut. Ja, na sicher. Was brauchen wir denn da? Stoff, Seile. Also, ich möchte auf jeden Fall den Cowboyhut. Dafür brauche ich Stoff. Dafür muss ich erstmal einen Stoffdingens machen, ne? Arbeitskleidung grün. Okay. Yeah! Cowboy-Klamotten. Yeah! Accessoires. Brille mit ovalen Gläsern. Okay. Flaschen. Okay, Brillen gibt es ein paar mehr. Aber ich tendiere zu der. Aber das kommt wohl erst später, weil da muss ich irgendwie Farbe herstellen und so ein Kram. Das kann ich ja irgendwie alles noch nicht. Aber danke. Ah, bueno, bist... Ach, keine Ahnung. Ich bin Französisch, ey. Ich kann es nur mit der Sprache, hapert's. Was soll ich... Wollte ich hier noch? Ah, ich hatte mir eben überlegt. Ich habe ja Fotos. Hello. Hello. Fotos spenden. Spatz. Spenden. Es ist halt ein Spatz, ne? Hello. Hello. Was? Ach, ein Spatz spenden. Soll ich das jetzt machen? So, und jetzt könnte ich bestimmt... Tierstatue. Es wurde nichts gespendet. Ach nee, jetzt muss ich das Tier spenden. Ich verstehe. Kescher oder was? Ups. Gerade auf den Hund geachtet, sorry. So, lohnt sich das? Ja. Das ist nicht mein Foto. So. Dann gehen wir jetzt noch mal in die zweite Mine, ne? Glaube ich, tiefer. Also, ich habe das jetzt so verstanden. Nimm dich, wofür sie können plötzlich vor dir aus der Erde springen. Bei Rührung verlierst du Ausdauer. Schlag sie mit dem Hammer. Dabei verlieren sie manchmal Gegenstände. Ist ja wohl nicht da. Fiesling! So, wir wollen ja hauptsächlich eigentlich Eisen. Ah.
Glasstein und Silbererz. Geräusche sind so cool. Okay. Ich versuche jetzt einfach mal erstmal nur nach unten zu kommen. Okay, noch so ein Freak. So ein Maulwurf. Ey! Ah, jetzt muss ich den Eingang erstmal suchen. Nicht. Du bist ein Scheiß. Tasche ist voll. Ah, ich kann sogar angeln. Gibt's ja gar nicht. Eisen, nee, Silber nehmen wir natürlich mit. So ein bisschen. Etage 12. Okay. Wo geht's weiter, ist jetzt die Frage, ne? Thank you.
Alter, jetzt wird's aber groß hier. Okay. Nein, du bist nicht müde. Das träumst du nur. Ätzend. Hätte ich doch lieber vorne gemacht als erstes. Aber das weiß man halt immer nicht, ne? Mann, wie tief geht denn das hier? Sind wir jetzt 16? Ach, leck mir den Arsch. Egal, erstmal. Es wird ein langer Tag heute. Ah, ich Idiot. Oh. Die 17, wir gucken. Ah. Kleiner Arsch. Okay, hier haben wir noch nichts zu sehen. Also muss ich doch zerstören hier. Gemein. So gemein. Aufpassen, dass der Kollege hier nicht gleich kommt. Boah, darf er nicht so dicht sein. Ja, ja, Tasche ist voll. Boah. War so klar. Ernsthaft? 19. Einen muss ich noch tiefer, glaube ich. Also ich tippe es mal, weil das erste Ding war ja 10 tief. Ja.
Ah, warte, wir können was anderes machen. Das war doof. Ja, Steine, bis der Arzt kommt. Da ist es. Ich hoffe... Nein! Ich bin immer noch nicht ganz unten. Wow! Ist die zweite Mine etwa schon die 50? Ich habe irgendwie gehört, eine 50er Mine gibt es. Ist das schon die? Das ist schon krass. Naja, gut. Jetzt habe ich gar nicht so das gemacht, was ich wollte, ne? Also, gesammelt habe ich nicht wirklich viel. Aber ich muss jetzt auch langsam pennen. Es ist mitten in der Nacht. Guck mal, der Hund pennt auch schon. So, ein bisschen Gurke und so, ja, stimmt. Ein bisschen Geld haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denne!